Hallo Freunde und willkommen zu EverQuest 2. In der letzten Folge haben wir uns diesen netten Berg-Ali-Raptor geschnappt, der hier so munter vor sich hin quakt. Ja, so hört sich das jedenfalls an. Es scheint noch ein sehr junger Berg-Ali-Raptor zu sein, denn er macht sehr seltsame Geräusche. Aber egal wie alt er ist, er kann schon ziemlich hoch springen und das probieren wir doch hier nochmal. Das ist der Knaller, Leute, wie hoch der springen kann. Und man kann auch nirgends mehr abstürzen, das ist ja gerade für mich ganz gut. Wobei ich ja hier in EverQuest noch nicht besonders oft abgestürzt bin, sondern eher in Rift. Da ist ja normal mittlerweile, dass ich jede Folge mindestens einmal abstürze und tot bin. Aber egal, wir gehen jetzt hier zurück. Wir gehen jetzt nämlich heute zur neuen Erweiterung, beziehungsweise nicht zur neuen Erweiterung, zu einer Erweiterung. Das war irgendwann vor vielen Jahren mal eine neue Erweiterung. Und nämlich Kingdoms of Sky. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, den Levelbereich zwischen Level 60 und 70 abdecken. Also ideal für uns, Level 62. Dort gibt es auch eine Quest, wo man das nächste Mount, also das nächste Reittier bekommt. Ist dann sogar, glaube ich, ein richtiges Flugtier, mit dem man rumfliegen kann. Das müssen wir uns noch sehen. Das müssen wir uns noch anschauen, weil das habe ich bisher noch gar nicht getan. Da werden wir jetzt hingehen. Beziehungsweise hinspringen, das geht auch viel schneller. Wobei das natürlich ein bisschen bescheuert ist, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend springen, ne? Übrigens habe ich gerade eben, bevor ich hier diese Aufnahme gestartet habe, bevor ich das Spiel gestartet habe, einen gigantischen Patch installieren müssen, der war über 2 GB groß. Ich habe mir nur leider, da ich in der Zeit der Installation eine Zigarette geraucht habe, habe ich mir die Installations-, die Patch-Notes nicht durchlesen können. Ich werde mich erst nach dieser Aufnahme damit beschäftigen, was es da alles Neues gibt. Oder ist das vielleicht schon dieser Kainos-Patch? Ich glaube, wir schauen nochmal nach Kainos rein, bevor wir jetzt zu Kingdoms of Sky gehen. Wie gesagt, ich habe mir die Patch-Notes nicht durchgelesen, aber ich weiß, dass da ein Kainos-Patch kommen sollte. Ob das allerdings jetzt schon passiert, das weiß ich nicht. Wir werden das mal sehen. Bevor wir jetzt also hier Richtung Kingdoms of Sky uns aufmachen, werde ich nochmal nach Kainos zurückgehen. Das will ich mir nämlich einfach mal anschauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Und wenn, dann müssen wir uns das natürlich betrachten. Eins hat sich schon mal geändert, und zwar steht jetzt hier Kainos Provinzviertel. So, neue Quest. Mhm. In der Stadt Kainos finden Veränderungen statt, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Nicht jeder steht dem Wandel offen gegenüber. Und viele versuchen zu zerstören, was sie nicht verstehen. Der Schutz seiner Bürger steht für das Königreich an erster Stelle. Aus diesem Grund wurde verfügt, zur Sicherheit alle in das Gebiet innerhalb der Stadtmauern umzusiedeln. Ich sollte das Gasthaus Löwenmähne im Südkainos besuchen, um mir die neuen Zimmer selbst anzusehen. Und da haben wir wieder eine Fackel bekommen und ein, was? Ein Runddresen im Gasthaus Löwenmähne. Also das bekommen wir. So, jetzt werde ich mir das erstmal hier anschauen. Es gibt also ein neues Kainos. Okay, momentan sieht alles noch gleich aus, bis auf die Tatsache, dass wir hier eine Quest bekommen haben. Hm. Die Zimmer haben sich geändert. So viel steht fest. Und das Gebäude hier im Hintergrund, der Turm. Der Turm von Antonia Bale, der ist anders. Da gehen wir doch direkt mal nach Nordkainos. Und was hat der hier? Antonikanischer Schutzsöldner. Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Ja, es hat sich doch viel verändert in der letzten Zeit. In den letzten Jahren, denn ich habe ja wirklich aktiv, habe ich das gespielt. Da wurde ich gerade erst vor kurzem gefragt, wann ich denn aktiv gespielt habe. Das war so zwischen 2004, Ende 2004. Da kam ja EverQuest 2 auf den Markt ursprünglich. Und ich habe es dann wirklich aktiv gespielt bis 2008 oder so. So, Südkainos. Südkainos? Wollen die mich verarschen jetzt hier? Ach, bin ich jetzt völlig hier irgendwie... Irgendwie habe ich das alles anders in Erinnerung. Ich kann mich natürlich auch irren. Also das stimmt doch hier alles schon mal. Entweder ich stehe jetzt wieder völlig auf dem Schlauch. Ach, vielleicht... Ich bin einfach nur irritiert, glaube ich, durch dieses andere Gebäude hier. Dieses andere Gebäude konnte man bisher nicht betreten, aber man kann es von Nordkainos aus hervorragend sehen. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal nach Nordkainos. Also irgendwie kommt mir das hier schon ein bisschen anders vor. Und diese Gebietsblinks zeigen ja auch an, dass ich hier noch nie gewesen bin. Irgendwas hat sich geändert.
Man müsste jetzt mal direkt das Video vergleichen, also nicht falsch verstehen. Die Begebenheiten hier, da vorne ist dieser Pferdehändler und so weiter, das ist natürlich alles noch gleich. Aber ich glaube, es sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Möglicherweise liegt es auch nur daran, dass ich meine Grafikoption ein bisschen höher eingestellt habe. Wer weiß das schon? Das hier ist auch anders. Natürlich ist das hier anders. Da war vorher ein Ladescreen. Ich drehe nochmal durch. Leute, so viel zum Thema Kingdoms of Sky. Wir müssen uns jetzt das neue Kainos betrachten, das seit heute, ich glaube seit heute oder erst seit wenigen Tagen verfügbar ist. Zumindest habe ich mir heute erst den Patch runtergeladen. Und ihr seht schon, da ist alles voll mit Spielern, relativ viele. Die betrachten sich natürlich genau wie ich das neue Kainos hier. Ich gehe da jetzt einfach mal durch, ist mir egal. Das Schloss Kainos. So, auch da können wir leider wieder nicht rein. Da war ich leider noch nie drin. Sehr schade. Was ist denn hier aus der Taverne geworden, wo wir unser Zimmer hatten? Das schaue ich mir jetzt auch nochmal an. Da steht auch irgendein komisches Gerät. Da vorne ist die Taverne. Aber was ist das hier? Was haben wir denn hier? Die Schwelle des Erfinders. Wuha! Also ich bin gerade sprachlos. Ich weiß nämlich gar nicht momentan, was es ist. So, und irgendwie kann ich mit meiner Maus gerade nicht drehen. So, es gab einen kleinen Ruckler, weil ich Probleme hatte mit meiner Maus. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Maus. Aber egal. So, an der Taverne hier hat sich jedenfalls nichts geändert. Aber auch hier im Hintergrund, diese Mauern, die sehen einen Tick anders aus. Wenn ich jetzt nicht wirklich völlig verblödet bin. Aber ich denke schon, weil die das alles an die Optik des neuen Schlosses hier angepasst haben. So, da sagt jemand meiner Gilde guten Abend. Da werden wir nochmal, so höflich wie ich nun mal bin, auch guten Abend sagen. Okay. Ich dachte jetzt, ich bin so insgeheim, bin ich jetzt ein ganz klein wenig enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. So, erstmal schön husten hier. Denn ich hatte gedacht, es gibt ein komplett neues Kainos, was alles anders angeordnet ist und so weiter. Nicht nur ein neues Schloss und ein paar neue Texturen. Und es gibt wahrscheinlich auch jede Menge neue Quests hier, das ist ganz klar, das will ich nicht abstreiten. Aber irgendwie habe ich jetzt damit gerechnet, dass alles neu und verbessert wird. Und das ist ja irgendwie nicht so wirklich passiert. Von hier aus können wir nach Antonika und diese Tür hier, die hat auch ein anderes Design wie vorher. So, ich würde sagen, wir hauen wieder ab hier von Kainos. Das werde ich mir irgendwann nochmal in Ruhe betrachten. Und falls es da eine besondere Quest gibt, dann werden wir die natürlich noch zusammen machen, das ist ganz klar. So, ich springe jetzt hier erstmal wild durch die Gegend, weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, wenn der Raptor springt, dann ist er 200% schneller. Und deswegen muss ich jetzt hier einfach springen. Wir können mal gucken, ob von hier aus Kainos auch anders aussieht. Jawohl, das Schloss, klar. Ich meine, es wäre ja auch bescheuert, wenn von hier aus noch das alte Schloss zu sehen wäre. So, wir gehen hier zum Leuchtturm. Vom Leuchtturm gehen wir zur Donnersteppe. Und von der Donnersteppe gehen wir hoch in den Himmel. Das hatte ich mir für diese Folge vorgenommen. Und das werden wir jetzt auch durchziehen. Ich dachte hier wirklich bei Nord Kainos, bei diesem neuen Kainos, ist ein bisschen viel mehr anders. Aber wenn es dann doch alles wieder gleich ist, dann brauchen wir uns auch keine 3 Stunden da aufhalten. So, irgendwie sind wir ein bisschen falsch gegangen, glaube ich. Komm, wir probieren mal, ob wir da hier den Sprung da drüber schaffen. Das wäre ja abgefahren, ne? So, zack. Das Ding ist echt geil hier, das ist der Knaller. Ich kann ja noch nicht fliegen, weil ich erstens noch keinen Flugmount habe und zweitens muss ich da, glaube ich, im Level auch ein bisschen höher sein. Und da ist der Raptor hier natürlich hervorragend, ne? So ein doch ein schicker Flugersatz. Okay, wo wollen wir hin? Wir wollen zur Donnersteppe. Da waren wir in der Level 1, wollte ich schon sagen. In der Staffel 1 waren wir da schon ganz oft gewesen. Unter anderem ganz oft im Tempel von Vasun. Da mussten wir wirklich für viele Quests hin. Diesmal jedoch haben wir nichts zu tun. Wir müssen hier lediglich zum Portal laufen. Möglicherweise gibt es da auch wieder eine andere Abkürzung, aber die kenne ich nicht so wirklich. Wir können uns hier mal die Donnersteppe von ganz oben betrachten. Ich weiß, es ist bescheuert, wenn wir hier die ganze Zeit durch die Gegend springen. Aber
lass es uns diese Folge, zumindest diese Folge mal tun, dass wir hier mal alles von oben sehen. Nehmt es mir nicht übel, ich habe das alles hier noch nie von so weit oben aus gesehen. Ich muss das jetzt einfach mal genießen. Da können wir auch direkt über die Brücke drüber springen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Knaller hier, das Teil. Da können wir jedem Monster, jedem verfluchten Ungeheuer, können wir so entkommen mit dem Sprung hier. Ja, schaut euch das mal an, wie der Raptor hier so schön durch die Gegend springt. Das ist der Knaller. Ja, gefällt mir das neue Pad. Irgendwie ein sehr schönes Spielzeug. So, und jetzt kommen wir hier auf dieses Feld mit den Riesen und mit den Greifen vor allen Dingen. Und da vorne seht ihr schon, da ist dieses Portal. Hat auch einen speziellen Namen, den ich leider wieder mal nicht auswendig weiß. Vielleicht steht's dran, wenn wir näher sind. Muss mal gucken. So, wir sind da. Okay. Gibt es da irgendwelche NPCs? Nö. Das ist jetzt ein bisschen anders wie früher. Ich glaube, man kann jetzt von jedem Portal aus zu jedem x-beliebigen Ort. Und früher konnte man nur von bestimmten Portalen, von einem bestimmten Portal zu einem bestimmten Ort. Genau. Wir haben das jetzt hier wieder als Auswahl. Ist natürlich ein bisschen bescheuert. Da hätten wir nämlich eben gerade schon draufklicken können. Und ich habe da wieder nicht drauf geschaut. So, wir sehen nämlich hier oben rechts. Düsteres Gewirr. Da wollen wir hin. Okay, wir sind jetzt hier umsonst hingelaufen, aber ist egal. So musste man zumindest früher zu dem Himmel gelangen. So konnte man früher zum Himmel gelangen und nur so ging es. Einen anderen Weg gab es nicht. Willkommen im düsteren Gewirr. So, wir schauen uns das mal an hier. Das ist also die Himmelsstadt. Und ihr seht hier schon, hier gibt es auch ein paar Quests zum Annehmen. Und hier gibt es, wie gesagt, auch das nächste Mount. Das werden wir uns natürlich auch beschaffen. Und wenn alles richtig gelaufen ist, dann müsste dieser Abschnitt hier genau unserem Levelbereich sein. Ja, das sind die ersten Gegner hier. Die sind noch nicht aggressiv und ihr seht, die haben eine grüne Farbe. Die können wir noch wunderbar schaffen. Aber umso weiter wir reinkommen, da hinten, die sind auch noch grün. Ups, und die war jetzt doch aggressiv. Die müssen wir jetzt kalt machen. Die hält natürlich nichts aus, denn wir sind relativ stark. Ja, und ja, umso weiter wir da reinkommen, umso stärker werden natürlich die Gegner, das ist ganz klar. So, hier gibt es auch noch eine Stelle. Sieht so aus, als würde es nirgendwo hingehen, bis wir ganz hier vorne entlang kommen. Und da seht ihr, da unten ist eine Insel. Da springen wir jetzt erstmal runter. Es ist letztendlich egal, früher musste man dann ganz genau zielen, denn hier unten in dieser Insel, da wo dieser Wasserfall mündet letztendlich, da ist natürlich dann ein kleiner Teich und da konnte man dann früher runterspringen. Da kann man auch heute noch runterspringen, aber dank der Tatsache, dass wir hier Tiere haben, mit denen wir keinen Fallschaden haben, sprich wir können aus egal was für eine Höhe runterspringen, ist es völlig egal, ob wir hier gut zielen oder nicht. So, und wir machen das jetzt einfach mal. So, das wäre gegangen, aber haarscharf. Denn wären wir 1 Zentimeter weiter drüben, wären wir hier gegen diesen Felsen gestoßen und wären tot. Aber durch unseren Raptor ist das völlig egal. So, jetzt sind wir nämlich hier unten. Hier unten gibt es auch irgendwelche Quests. Zumindest müssen wir dann früher oder später was abgeben. Und ihr seht schon, die Farben der Gegner hier unten sind schon mal wieder blau. Das heißt, die sind schon wieder eine ganze Nummer stärker. Und da unten jede Menge Federn, also jede Menge Quests. So, da gibt es hier eine Plattform, da können wir, glaube ich, wieder zurück. Das probieren wir jetzt nochmal. Das war wohl die falsche Plattform. Wir benutzen die andere Plattform und kehren dann wieder zurück. Die müsste hier oben sein. So. Genau da oben ist sie nämlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das finden. Hallo? Wieso kann ich das nicht anklicken hier? Das ging doch früher wunderbar anzuklicken. Das ist doch bescheuert jetzt hier. Was soll denn das jetzt schon wieder? Oder hindert unser Raptor uns daran, hier damit zu porten? Nee. Das konnte man doch früher wunderbar anklicken. Oder müssen wir da jetzt irgendwelche Quests machen davor oder was? Ich weiß es nicht. Hm.
Wie soll man da jetzt wieder hochkommen? Wir haben da jetzt zwar den wunderbaren Raptor, aber ich glaube, der wird uns da nicht weiterhelfen. Denn so hoch springt er dann auch wieder nicht. So, komm. Jetzt gehen wir hier lang, Raptor. Und hier, wo ist der Wasserfall? Da. Ne, da kommen wir doch nie hoch. Ich meine, mal abgesehen davon, dass wir jetzt den Hintern vom Raptor sehen. Aber man sieht auch, dass das andere extrem hoch ist. Ich will da wieder hoch, verdammt nochmal. Jetzt macht keine Sachen mit mir. Leute, ich springe jetzt wieder auf die andere Seite. Wir können ja hier wunderbar über diese Felsen springen. Das ist der Knaller. Und da muss man doch irgendwie wieder hoch können. Aber was soll denn das? Ah, wir müssen genau genau die Mitte hier treffen. Den Himmel bereisen. So, jetzt natürlich die Frage. Dunkler Landeplatz. War das hier unser Ort, wo wir hin müssen? Probieren wir es mal. Oh, es wird geportet. Genau, und wir sind wieder hier oben. Allerdings an einer anderen Stelle. Nö, wir sind genau wieder da. Ich dachte, wir kommen jetzt auf der anderen Seite raus. Wir sind wieder da, wo wir hier angefangen sind. Ja, Kingdoms of Sky, das war die zweite Erweiterung, die für EverQuest 2 erschienen ist. Die erste war Desert of Flames. Das war so eine, ja, eine Wüstenwelt. Da gibt es auch noch eine schöne Erbequest, die können wir auch nochmal zusammen machen. Werden wir auch demnächst nochmal machen. Aber jetzt in der nächsten Folge werden wir hier erstmal anfangen, die Quests hier zu beginnen. Und das passt ja dann alles vom Level her wunderbar. Klar, es ist jetzt in der zweiten Staffel nicht alles so gelaufen wie geplant. Wir haben in den Kylong-Ebenen angefangen, haben dann festgestellt, okay, wir sind noch nicht stark genug. Sind dann zur Insel Mara gegangen, haben die uns eigentlich mehr oder weniger nur mal kurz angeschaut für zwei Folgen. Haben dann die Quest gemacht, die Worte der Magie. Und wollen jetzt hier questen in unserem richtigen Levelbereich. Und genau das machen wir ab der nächsten Folge. Ich verabschiede mich von euch für heute. Wir sehen uns in Kürze wieder. Also, macht's gut, bis dann.